Und hallo und willkommen zur neuen Folge, heute 19 Uhr Clash of Clans. Ja, wie beim letzten Mal angekündigt gehabt, wollte ich heute noch einen Go-YP-Angriff auf die nächste Einzelspieler-Mission machen. Denn langsam möchte ich die echt mal durchhaben. Ich brauche den Erfolg, ich will den Erfolg haben. Nur drei Missionen fehlen noch und der eine Stern fehlt noch von der anderen Mission. Und ich wurde hier gleich schon wieder gestalkt, warum ich Go-YP-Angriff habe. Hier irgendwie, weißt du, warum Dark den Go-YP macht? Heißt also Nengo-Wipe. Man sagt nicht mal Nengo-YP-Angriff, nein, sondern ein Golem-Wizard-Packer. Das, ja, okay. Ja, wir sind ja gerade so fertig. Ich glaube, ich habe auch die Zauber alle fertig. Müssten zwei Wutenheilzauber, ein Heilzauber, genau, drin sein. Ja, und die Kosten für die Golems und so weiter kriegt man, wie gesagt, recht schnell durch die Bohrer raus. Wenn man zwei Stück davon hat auf Level 3, dann ist das auf jeden Fall sehr nice. Und ich würde sagen, wir greifen direkt mal an. Mega-Hütte war es ja gewesen. 600.000 Gold, 600.000 Elixier. Die Frage ist jetzt, von wo aus greife ich an? Weil ich würde sagen, in der Mitte stehen die ganzen Tessas drin. Fuck. Ach ja, gute Frage, ne? Das ist immer sehr, sehr heikel. Von wo man hier aus den Angriff startet. Wenn man es von unten macht, dann... Naja, dann sind die ganzen anderen Einheiten... Obwohl, ich glaube, von unten wäre sogar durchaus die beste Variante. Und natürlich von hier oben, dann würde man zumindest schon mal die Wizard, die Mörser... Ach, ist das scheiße. Ach, Leute, ich krieg's immer nie hin, wirklich anzugreifen mit von irgendwelchen Seiten. Wenn ich jetzt nämlich hier den hinsetze, dann würde er höchstwahrscheinlich zuerst auf die Schütztürme gehen. Und das will ich eigentlich gerne verhindern. Ja. Okay, ich würde sagen, die setzen wir einfach mal hier hin. Solange meine Dings nicht gekillt werden. Ich kann ja gleich mal hier meine Dings setzen, meinen Clanburg. Au, die machen meine Dings kaputt. Meine Wizards. Das ist ja uncool. Ah doch, die Wizards, die Packers gehen vor allem mega krass ab. Und hier gleich die nächsten hinterher setzen, kein Thema. So, da haben wir Elixierstreich, die 100 Millionen Elixierstellen. Haben wir super auch dadurch bekommen. Und sogar gar keine Teslas hier, ist interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann sparen wir uns den Heilzauber. Also ich glaube, das war es auch gewesen. Gar keine Teslas, das wundert mich schon. Oh, eine Dings ist tot, eine Packer. Spannend. Obwohl, den Heilzauber brauche ich später auch nicht mehr. Dann heilt euch mal lieber. Ah, die stehen gerade noch so im Kreis vom Heilzauber drin. Auf jeden Fall ein sehr, sehr teurer Angriff. Aber er macht wirklich unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß, den zuzuschauen. Den Einheiten, wie die darum angreifen. Und vor allem, wenn der Loot so mega fett ist, dann macht man das doch gerne. Ich hätte theoretisch noch einen Magier und einen Bogenschütze, den kann ich dann gleich mal verspenden. Und ich liebe diese neue Angriffstaktik, die ist Wahnsinn. Die ist so krass. Die ist einfach krass. Also, Drachen können dagegen nichts tun. Die stinken da locker ab, Drachen, gegen diese Angriffstaktik. Sie ist so unglaublich stark. Vor allem, wenn meine Magier dann Level 5 werden. Dann geht das mal richtig ab. Schön 35 oder 45 Schaden dazu. Das ist richtig fett. Jetzt kann man das ganz normale wieder reinnehmen. Ja, Erfolg freigeschaltet. Das ist sehr nice. So, was kriegen die Magier an Damage dazu? 45 Damage kriegen die dazu. Das ist so echt heftig. Das ist wirklich krass. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir machen werden. Zumindest setze ich schon mal Bartstruppen wieder rein. Wir haben zwar noch eine Heilung. Ne, Heilung habe ich auch jetzt rausgehauen. Ja, war ein bisschen teuer vom Elixier, aber wir haben ja 600.000 wieder bekommen. Ich meine, so schlecht haben wir ja, denke ich mal, nicht abgeschnitten. So, dann erstellen wir Blitzzauber. Gem braucht man nicht. Also ein Gem, zwei Stunden. Lohnt sich jetzt trotzdem nicht. Da spare ich mir immer noch den Gem. Und wir kriegen 20 für 100 Millionen Elixiergestellen. Und Level 74 geworden. Yay! Coole Sache, mal in einem Video Level 74 zu werden. Und da fehlt nicht mehr viel. Liebend gern würde ich jetzt ernsthaft Packers Theater. Können wir uns gleich mal Packers Theater angucken? Was da so. Ich denke aber, da sind viele. Ach du Scheiße. Wobei. Ja, ich werde ja auch wieder Go-YP-Angriff machen, aber ja, vielleicht nächste Woche irgendwann. Hier, glaube ich, sind auch keine, eventuell könnten hier Tessas drin, weil Packers Theater, weiß ich, so wenn der Name Packers schon drin ist, würde ich denken, dass hier doch schon durchaus ein paar Tessas versteckt sind, aber der Platz ist gering, um hier Tessas zu verstecken. Die könnten höchstens hier so drin sein, aber denke ich mal, da werden vielleicht Riesenbomben oder so drin liegen. Das ist so krass, diese Abwehr, weißt du, Level 10 Mauern, ne, Level 9 Mauern sind das, glaube ich, ne, diese mit den Stacheln, müssen Level 9 Mauern sein, Level 10 sind die mit dem Feuer drauf und Level 11 sind diese Lasermauern. Ja, auf jeden Fall sieht das gar nicht mal so stark aus, muss ich sagen. Gut, die Mörser sind jetzt natürlich sehr, sehr heftig,
Aber wenn wir hier mit dem GoWipe hier angefreien rushen würden, ich denke mal, das würden wir schon recht schnell down bekommen. Ich denke mal, ich würde durchaus von hier unten angreifen wollen. Also würde ich sie wahrscheinlich... Nee, das ist doof, die Golems zu splitten. Das macht die nur schwächer. Ja, ich würde sie wahrscheinlich alle erstmal auf irgendeine Seite reinkloppen. Wahrscheinlich hier so hinkloppen, damit die nacheinander so dann hier reingehen und dann den Rest alles kaputt machen. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Beim nächsten Mal weiß ich dann also, ich entweder hier oder hier werde ich Truppen setzen, die schon mal kaputt machen, dann reinlaufen, den Rest kaputt machen. Gut, wenn die Mörser schon mal kaputt sind, dann und die ganzen Magetürme, dann ist ja erstmal schon mal ja, eine ganze Menge Ruhe oder hier keine krassen Damage-Dealer mehr da. Die Schützentürme, ja, machen aber auch nicht so unglaublich viel Schaden wie die Magetürme oder die Mörser. Da bin ich gespannt auf jeden Fall. Das sind 700.000 Blut, die mir das Ding mal wieder geben würde. So. GoWipe hier. Auf jeden Fall mega geiler Angriff. Und beim nächsten Clankrieg werde ich hundertprozentig jeweils 3 Sterne holen mit jedem Angriff. Weil GoWipe ist mega awesome. Ohne Scheiß. GoWiwi muss ich da mal testen, wenn ich Ratestufe 9 bin. Aber irgendwie mag ich Pekka mehr als die Hexen. Weil die Hexen sind mir irgendwie so ein bisschen zu wach so vom Leben. Die haben 75 Trefferpunkte, glaube ich, wenn ich mal gucke. Hier haben sie 75 Trefferpunkte und das ist nicht viel. Also die Barbaren, ich weiß gar nicht, wie viele die Barbaren haben. Die halten zwar vielleicht einen Mörserschuss durch, gut, 95 Trefferpunkte, aber die könnten instant halt getötet werden. Das ist mir ein bisschen zu risky. Dafür 250 Tons Elixier auszugeben, da haue ich lieber Packers rein und die, ich weiß, dass sie dann tanky sind und unglaublich viel Schaden machen. Aber da lasse ich mich erstmal überraschen. Auf jeden Fall welchen Go-Wee-Wee-Angriff mal probieren. Bin aber bisher noch von GoYP so mehr überzeugt. Also vom rein theoretischen her, GoWiW ist jetzt nicht ganz so mein Optimalfall. Schauen wir uns mal einen Angriff an, der hier mal gepostet wurde. Ja, der hat Alex. Schade, dass hier nur wirklich dieser ganze. Ja, wahrscheinlich hat der Dings geblitzt. Das dunkle Elixierlager. Nee. So. Warum liebt der Blitze? Warum liebt der Zauber? Achso, die Wutzauber. Wahrscheinlich die. Okay. Bartsch mit Wutzauber habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Dann schauen wir uns den mal ganz kurz an. Was hat er versucht eigentlich zu tun? Er hat ja den Barbarenkönig-Slot angegriffen, aber warum? Ich meine, Klamburg ist ja da unten rechts. Das heißt, die rauszulocken war jetzt eh Käse. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Der Barbarenkönig ist Stufe 5. Kann auch schon seine Fähigkeit benutzen. Und da kommen die ersten Bartsch, die Wutzauber. Aha, okay. Ja, ja. Au. Das tat weh. Er hatte aber trotzdem noch so viele Einheiten, theoretisch. Aber ja, er hatte ja, das meiste Gott hat schon mitgenommen. Ja, durchaus. Bartsch mit Wutzaubern, die hauen ordentlich rein, muss ich sagen. Ja, ich habe für die Zukunft eigentlich noch so ein neues, kleines Projekt geplant gehabt. Werde ich jetzt aber noch nicht verraten, was das war. Das war auch, wenn ich hier gerade den Angriff wieder sehe, kommt mir dieser Drang... Kommt ja Drang durch, dieses zu machen, unbedingt jetzt, aber ich weiß noch nicht, wie ich das realisieren will, werde. Also so leicht ist das nicht. Es sind Ideen, aber ja, zum Veranschaulichen und so weiter ist das ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall hat er eine ganze Menge gelootet, 305.000 Gold, das ist ordentlich viel. An das Elixierlager kann man jetzt natürlich nicht ran, aber das macht auch nichts, das Elixier, gut. Ich denke mal, Gold kann man eher gebrauchen. Auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, Elixier ist für mich wichtiger. Ich ändere gerne mal meine Meinung. Auf jeden Fall, Bartsch mit Wutzauber habe ich bisher auch noch nicht gesehen gehabt. Das war das erste Mal. Und fand ich interessant. Auf jeden Fall, ja, ich denke mal nicht, dass das sich unbedingt für die lohnt. Weil die halt instant sterben. Das ist das irgendwie das Problem bei den Dingern. Da Wutzauber ist zwar ganz schön und nice, aber ja, ihr habt der Wutzauber Schadenserhöhung, Geschwindigkeitserhöhung. Aber er halten halt nicht so viel durch, ne? Nee, noch nicht. Ja, wie gesagt, irgendwann werde ich mal die Minenwerfer einbauen. Aber noch nicht auf Level 1, der ist mir viel zu schwach dafür. Der, weiß ich nicht, das bringt dann irgendwie nichts. Diese Hälfte, wo halt der Minenwerfer steht auf dieser Level 1er, ist dann wesentlich schwächer als alle anderen Teile. Deswegen, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe schon ein paar Designs, zwei Designs, glaube ich, gefunden gehabt. Wobei mir, glaube ich, nur eins zugesagt hatte. Das Design von Jürgen, der Boss.
Aber irgendwie finde ich das auch nicht so toll. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht durchdringen dazu, das zu bauen. Ich finde, das sieht komisch aus. Vom Optischen her gefällt es mir nicht. Von der Effektivität her weiß ich auch nicht. Das sind so Kanonen außerhalb in den Abteilen drin. Also an den äußersten Eckpunkten Norden, Osten, Süden, Westen. So, extrem spannend, meint er. Das glaube ich aber nicht. 220 Barbaren, naja. Level 6 Barbaren. Weiß nicht, Barbaren, ich weiß nicht, irgendwie unterschätze ich diese Masse an Barbaren irgendwie mal. Weil haut schon. Achso, das ist nur ein Rathaus. Toll. Achso, er wurde angegriffen davon. Ich hätte jetzt gedacht, er hat angegriffen. Ja, da wurde sein Rathaus zerstört. Hat aber zumindest keine Ressourcen verloren. Ist das schon mal gut, oder? Ist das schon mal gut. Ja, wenn keiner mehr Dings hat, dann ist das halt so. Ich kann ja vielleicht bei meinen Angriffen nochmal gucken, aber ich glaube, meine Angriffe waren halt genauso wirklich nur am Looten. Da war nicht mehr viel Interessantes dabei. 5, 0, 0, okay. Ach stimmt, ich hatte, glaube ich. Da war gewesen, ich wollte Power Farm und hab dann, statt auf Weiterklicken, hab ich mich verklickt und dann auf einmal Barbaren gesetzt. Und da dachte ich mir so, Scheiße, wieder 30 Pokale weg, na super. Ja, ich glaube, das kennt aber jeder, dieses Gefühl, sich mal zu verklicken, statt auf den Weiter-Button zu drücken, das ist echt scheiße. Okay. Das war's gewesen wieder mit einer weiteren Folge Clash of Clans. Schauen wir mal Base halt. Oha, OP-Gegner. Schauen wir mal den noch an. Oh ja, Pe oh, Pekkas und Drachen. Das ist natürlich sehr interessant. Level 5er Riesen. Dragon Mafia. Okay. Der nächste Drache, Level 3 Drachen schon. Oh, die Pekka. Alter, die Pekka-Angriffe, man, holy shit, das ist so fucking strong. Und links auf Rathaus. Fast immer instant kaputt, das Zeug. Nein, sieht aber nicht gut aus, wa? Also, 50% eventuell, aber das war es irgendwie nicht wert, habe ich das Gefühl. Ja, die Pekka schmilzt unglaublich schnell durch die Tesla. Das ist krass. Die Teslas sind wirklich extrem stark gegen die Pekkas. Ist halt doppelter Schaden, ne? Aber jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich mal sagen. Hätte ich mir jetzt was Besseres da vorgestellt. Gut, ja, Leute, dann war es das wieder gewesen mit einer weiteren Folge von Clash of Clans. Beim nächsten Mal schauen wir, was wir beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal ist ja dann der Mittwoch, müsste das dann sein. Und dann schauen wir mal, was das so abgeht. Weiß nicht, erstmal werde ich ein bisschen was farmen, denke ich mal, morgen. Weil sind ja, wie gesagt, drei Bauarbeiter ready. Vielleicht habe ich dann genug Ressourcen, mal wieder die restlichen Beine zu machen. Bei Pekkas Theater und Sorbet-Türme würde ich gerne endlich mal vorbei haben. Ich bin so ein bisschen Achievement-Hunter-mäßig drauf gerade. Entferne 500 Hindernisse will ich auch bald machen. Der Weltrekordversuch wird auf jeden Fall bald wieder stattfinden. Und dann beim nächsten Mal nicht am Failen hoffentlich. Weil, ach, das war peinlich, ey, weißt du, habe ich zwei Hindernisse übersehen. Ich glaube, das wird mir jedes Mal vorenthalten, wenn er dieses Video sehen wird. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Clash of Clans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Go YP-Angriff. Mega geil. Und wer auch immer sich diese Taktik ausgedacht hat, kluger Kopf. Und bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.